Über das Lied nach. Hm? Schlaf ist die beste Medizin. Toni. Hey. Hi. Schön, dass du noch wach bist. Ich habe mich so beeilt. Kannst du schon sagen, wann sie entlassen wird? Bald. Sie macht sehr gute Fortschritte. Nick just said you'll be home soon. When? In a few days. Don't worry. Ich muss aber erst noch die Laborwerte abwarten. Vorher kann ich nichts Genaues sagen. Okay. Schlaf schön, ja? Good night. See you tomorrow. Ach, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Sind die für mich? Nein, ich wollte Suri damit eine Freude machen. Ach, apropos Suri, es gibt Neuigkeiten. Das letzte EKG zeigt deutlich verbesserte Werte. Das Blutgerinnsel im Vorhof hat sich aufgelöst und sie hat fast kein Wasser mehr in der Lunge. Das klingt ja großartig. Finde ich auch. So großartig, dass wir sie heute Morgen entlassen haben. Einjagen. Ja, es tut mir leid, das musste sein. Jetzt mal im Ernst. Sie wird wieder ein völlig normales Leben führen können? Davon gehe ich aus. Genauso wie wir. Ja, und endlich müssen wir uns nicht mehr jeden Tag über den Weg laufen. Was unserem Blutdruck guttun wird. Ja, keine emotionale Achterbahnfahrt mehr. Keine schlaflosen Nächte. Wo ist sie? Keine Ahnung, beim Frühstück war sie noch hier. Muss ja irgendwo sein. Suri? Hier ist sie nicht. Sonst hätten wir sie längst gefunden. Irgendwo muss sie doch sein. Hoffentlich ist sie nicht in die Stadt gelaufen. Wir müssen die Polizei verständigen. Okay, pass auf, ich schaue vorher noch mal im Krankenhaus nach. Ja, ich nehme mir den Park vor. Suri! Für Sachen. I want home. Was für schöne Kleider die anhatten. Hm? Nice. You like it? Sorry too? Na dann. Suri, guck mal. You can dress how you like. When? Tomorrow. Ich habe das mit meinen Freundinnen auch gemacht, als ich so alt war wie du. We had so much fun together. Cool. Mhm. Ich werde mal Dr. Nic fragen, ja? Hallo, wenn man vom Teufel spricht. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Hm? Das ganze Krankenhaus sucht fieberhaft nach Suri und ihr sitzt hier rum und lackiert Fingernägel? Nic, ich dachte... Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du sie gefunden hast? Ich dachte, das haben die anderen. Welche anderen? Die uns im Park gesehen haben. So, dachtest du. Und dann dachtest du, es gibt nichts Wichtiges, als hier Maniküre zu machen? Nic, ich wollte doch nur... Was du willst und was du fühlst, hat nicht immer viel miteinander zu tun. Suris Herz ist noch sehr schwach und ich habe die Verantwortung dafür. Stör ich? Komm rein. Du hattest recht. Ich hätte dir sofort Bescheid geben müssen. Es tut mir leid. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Ich glaube, ich weiß, warum sie weggelaufen ist. Heimweh?
Sondern? Ihr fällt die Decke auf den Kopf. Sie braucht dringend ein bisschen Abwechslung. Und wie stellst du dir das vor? Das hier wäre genau das Richtige für sie. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Warum denn nicht? Ich bin doch bei ihr. Sie ist noch geschwächt und steht unter Beobachtung. Ja, aber das kann ich doch übernehmen. Und wenn du willst, dann rufe ich dich alle 10 Minuten an. Toni, ohne ärztliche Betreuung darf sie nirgendwo hin. Dann komm doch einfach mit, das macht wirklich total viel Spaß. Wenn man sich wohlfühlt, dann wird man schneller gesund. Das hast du selbst mal gesagt. Mir reicht schon, dass heute einmal das ganze Krankenhaus in Alarmbereitschaft war. Es tut mir leid wegen vorhin. Aber lass deinen Ärger auf mich nicht an Suri aus. Ihr würde der Ausflug gut tun. Darum geht es doch gar nicht. Sondern? Ach, es geht darum, dass du da nicht mit mir hin willst, hm? Ich möchte eigentlich sehr gerne mit dir dahin. Unser Ausflug zum Kostümfundus. Ich fürchte, wir können ihn nicht machen. Du hast versprochen. Ich weiß, aber Nic meint, das Risiko ist zu hoch. No, baby, go. I'm crazy in Krankenhaus all the time. I can't be in bed ganze Tag.